zuvor bei Outlast. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Fuck! Bin falsch. Da unten durch, da unten durch. Oh Gott, was ist denn los mit dir? Und so geht es weiter. Die Leute sind ganz schön aufgebracht. Wir sollten höchstwahrscheinlich verschwinden. Und ich denke, wir nehmen dieses schöne Loch hier. Das ist doch wirklich einladend mit diesem ganzen Blut und dem ganzen Scheiß. Hier gibt's noch was zu holen. Eine Batterie. Eine wunderbare Batterie. Sie wird uns helfen. Früher oder später. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ja, gut. Wallrider. Was ist denn los? Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Mokov hat hier ein Experiment durchgeführt. Das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider. Als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ja, höchstwahrscheinlich. Gut, Wallrider. Oh mein Gott. Ich will nicht. Geht's hier runter? Lass mal. Gibt's hier hinten irgendwas? Spinte. Es gibt Spinte. Und eine Batterie. Wunderbar, ich freue mich so. Heureka. Juhu. Warte mal. Nicht verstecken, das brauche ich doch gar nicht. Wer soll mich denn hier holen? Niemand. Was gibt es hier? Irgendwas Schönes? Hallöchen. Wohnt hier jemand drin? Gott sei Dank. Niemand. Okay. Das ist bloß die andere Seite. Okay. Wir müssen da runter. Durch dieses Loch. Und dann sind wir noch weiter unten. Was machen wir denn hier? Das ist nicht gerade einladend. Ich will hier nicht sein. Oh, oh, oh. Okay. Ist ja so gruselig. Leck. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Wo gehe ich denn jetzt zuerst lang? Hier hinten? Da geht's nicht lang. Hier vielleicht. Der dunkle Gang macht Mut. Er ist versperrt, wie bei Amnesia, und dort liegt jemand. Pech gehabt, Junge, Pech gehabt. Gott sei Dank war ich das nicht. Wir haben 9 von 10 Batterien, wir haben echt überhaupt keine Probleme. Zumindest was Batterien angeht. Ich muss hier rüber. Da sitzt jemand, der wird mich garantiert nicht anfallen. Sonnenlicht. Gut. Freundchen, mach keinen Scheiß jetzt. Na du. Du bist im Gitter drin. Oder sowas in der Richtung. Das Licht. Vielversprechend. Was?
Da ist doch irgendwas gewesen gerade. Hör auf zu atmen, du Arschloch. Bitte. In diese Richtung ist der Schatten verschwunden. Ich hab's genau gesehen. Mir kann man hier nichts vormachen. Ich bin nämlich ein Fuchs. Okay. Licht. Licht ist gut. Licht macht Spaß. Da ist jemand oder irgendwas in den Rohren. Oh, guck mal. Confidential. Schnell lesen. Oh, hier bin ich sicher. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars. Geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater. Martin Archimbaud. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ich bin durchaus interessiert an dieser Theorie und ich würde sie gerne weiter verfolgen, doch dann fällt mir auf, lieber nicht. Ich habe Angst. Gut, dann zwänge ich mich mal hier so durch. Bin ja äußerst gut in Form hier und okay, ich dachte schon, da greift jetzt jemand nach mir. Irgendjemand, der... Drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Denn ich muss da runter. Prison Block Drain. Female Water Drain. Female Water Drain? Was soll denn das heißen? Hier gibt's einen Abschnitt nur für Frauen. Du schon wieder, du Vollidiot! Schnell! Lauf doch durch die Scheiße durch! Okay, ja, oh Gott, oh Gott. Ich bleib jetzt hier. Ich wohne hier. Hast du mich schon gesehen? Nein, du hast mich noch nicht gesehen. Du bist ein Vollidiot. Aber ich sehe dich. Kleines Schweinchen. Hallöchen. Immer diese Scheiße mit dem Hin- und Herrennen und irgendwelche Leute, die mich beobachten und irgendwie böse sind. Furchtbar. Was machst denn du da hinten? Ich gehe erstmal da hinten hin. Ich werde sowieso sterben. Früher oder später wird dieser Fettklops mir hinterherrennen und sagen, hey, nicht so schnell. Ich bin fett. Langsam. Hörst du mich? Nein, du hörst mich nicht. Hier unten komme ich nicht rein. Das kann ich vergessen. Gibt's hier noch irgendwas? Bevor ich jetzt dran drehe. Wir können uns verstecken und das sollten wir vielleicht auch tun. Ich weiß ganz genau, dass der jetzt kommen wird. Abwarten. Mich schüttelt's gerade. Ist furchtbar. Kommt er, ich höre ihn doch schon. Da ist er doch. Nee, du alter Sack. Es geht ab, du. Oh, ich gucke in die Schränke rein. Mir geht's ganz toll. Ich weiß genau, wo du bist. Naja, hier bist du nicht. Hallo.
Darf ich weiterleben? Okay. Kein Problem. Du bist langsam und träge. Komm doch! Du bist zu groß hier. Kommst du nicht rein? Nun gut, der ist da unten drin. Ich werde mich jetzt verabschieden und hinten vielleicht ein bisschen in die Ecke kacken. Denn ich bin fett und abscheulich. Ich bin der fiese, fette Bastard. Siehst du mich denn noch? Ja, du siehst mich noch. Ist aber nicht nett. Wir warten also und warten und warten, dass dieser fette Typ verschwindet. Nicht dorthin. Da will ich hin. Okay. Wo bist denn du jetzt? Wo bist denn du jetzt? Ist er da? Da ist er doch. Ich muss dahin. Verschwinde mal bitte. Okay, er kommt zurück. Mann, krieg doch schneller, du Arsch! Ich übersteuere. Gut, mich kriegst du nicht. Geh mal da hinten hin. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, wenn der die ganze Zeit irgendwie in meine Richtung läuft? Das funktioniert nicht. Sehr schön. Nicht stehen bleiben, laufen Sie weiter. Fetter, hässlicher Typ, laufen Sie weiter. Weißt du was? Ich renne jetzt einfach so schnell ich kann. Hier lang. Ich bin falsch hier. Nee, warte mal, ich bin richtig. Und dann muss ich hier rein. Okay, nichts passiert. Aufdrehen. Benutze die Leiter, um ganz viel Spaß zu haben. Okay. Wo bist denn du? Fetter Mistklops. Da bist du doch. Ich hab dich doch von einer Meile gerochen, du fettes, stinkendes Schwein. Komme ich da irgendwie durch? Nee. Wie kommt denn der eigentlich über diese Barrikade drüber? Der ist doch gar nicht so sportlich. Mal sehen. Hey! Das war einfach! Ich bin gut in Form! Okay. Krieg mich doch, du bist doch... Fuck! Nicht! Scheiße! Fette Stück Shit! Nein! Ich bin tot! Nochmal. Wo bin ich denn jetzt? Was? Ich... Was? Was? Was?
Nochmal, warte mal, was muss ich tun? Tab? Notizen? Nee. Benutze die Leiter, um zur unteren Abzweigung zu gelangen. Ach so, ja, okay. Deal. Ich hab's ja geschafft, ne? Ist ja kein Problem, ich bin ja bloß, verreckt. Wegen diesem fetten Typen. Passiert. Diese Wände sind ganz schön glitschig. Grüße dich, Freund, im Wasser. Hallo? Ist ekelhaft. Okay. Wow! Hallo? Ich habe stabile 3 FPS. Und jetzt wird's nicht besser. Was ist denn los? Was ist denn das für eine Stelle gewesen? Da hängt jemand. Geht's jetzt wieder? Okay. Das war ja seltsam. Da tropft's. Die. Nun gut, wir müssen nach oben. Und dort finden wir irgendwas, irgendwas Schönes. Hallo. Kenn ich dich? Bist du ein guter Freund? Willst du mit mir spielen? Bringst du mir Blumen? Oder ein paar Pralinen? Vielleicht. Hauptsache keine Lags, bitte. Komm ich da durch? Nein. Nun gut, dann laufen wir mal hier lang und hoffen aufs Beste. Was ist das denn? Da geht's tief runter. Ich werde einen Teufel tun, drüber zu laufen. Nicht noch... Mann! Was ist denn los hier? Ich versteh's nicht. Hi. Ich hatte letztens was in Auftrag gegeben und, Was? Hab nicht zugehört. Ich geh mal weiter. Hier geht's runter. Überall geht's irgendwo runter, das ist doch furchtbar. Oh, was denn jetzt? Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wall Rider? Weiß ich doch nicht. Ich bin doch auch nur hier und renn davon, Alter. Ich kenn mich doch nicht aus. Diesem Scheiß hier. Da war doch gerade jemand. Dieser Polizist ist tot. Für immer. Danke für die Batterie, Mann. Wir müssen nach unten gehen. Schätze ich mal. Oder wir müssen dort mal kurz rangehen und hier noch eine Batterie sammeln. Nee, ist keine. Hallo. Gut, ich gehe nach unten. Wenn es denn sein muss. Freund. Guck bloß nicht nach unten, bitte. Du könntest ja sehen, wer dich jetzt gleich ergreift, verdammt. Speichert. Female Ward, Male Ward, wo will ich denn hin? Finde einen Weg aus der Kanalisation. Mach ich auch, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.